Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kamikaze Simulator. Ja, in der letzten Folge haben wir es ja auf den letzten Drücker mit etwas Überlänge geschafft, hier den dicken Motor hier einzubauen. Da habe ich mich ja für einen R4D OHC entschieden, voll aufgetunt mit serienmäßigen 293 PS. Schauen wir mal, was wir daraus machen. Den muss noch auf dem Prüfstand der Wagen. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen rumprobiert mit Felgen. Ups. Und zwar, das müsste jetzt eine 19 oder 20 Zoll Felge sein. Also das Maximum, was geht. Da fängt das Ding schon echt leicht an zu schleifen, habe ich das Gefühl. Genauso sieht man das hier. Ich habe jetzt hier mal draufgeschmissen, was wir da hatten. Oder was ich noch auf Lager liegen hatte. Ja, ist eng. Ist auf jeden Fall eng. Ich werde jetzt mal die Pelle hier runternehmen. Ich muss jetzt nämlich nochmal ganz genau gucken, was das für eine Felge ist. Und zwar ist das eine 20 Zoll Felge mit 225 30 20 Bereifung. Ja, schauen wir mal. Ich habe noch keine Ahnung. Nee, halt. Was ich da für eine Felge draufschmeißen soll. Gucken wir mal, was wir hier so im Angebot haben. Hier würde ja einiges gehen, glaube ich. Ne? Ich glaube, hier würden echt ein paar Felgen ganz gut aussehen. Ich weiß es noch irgendwie nicht so recht. Ich tendiere hier zu sowas Schwarzem. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Oder zumindest so in Kombination hier Schwarz-Silber. Sieht natürlich auch nicht mega schlecht aus. Die hier würde mir vielleicht gefallen. Ne? Habe ich halt noch keine Ahnung, wie die Farbe des Wagens werden soll. Habe ich noch gar keine Ahnung. Wir könnten es aber auch gerade mal anders machen. Jetzt weiß ich gar nicht, müssen die gleiche Zollgröße haben? Ja, ne? Scheiße. Die Zollgröße muss immer gleich bleiben. Habe ich denn noch 20 Zölle am Start? Muss ich mal ganz schnell gucken hier. Ob ich jetzt noch 20 Zoll irgendwie hier am Stissel habe. Warte mal, wie geht denn das hier? Kann man auch bestimmt suchen, ne? 20 und dann hier Sonderzeichen Zoll. Genau so. Okay, leider nein, leider gar nicht. Schade. Das ist schlecht. Okay, dann, ne Moment, dann machen wir was anderes. Dann muss ich mal eben was ganz anderes gucken. Weil ich will jetzt erstmal eigentlich schauen, was ich jetzt hier, warte mal, habe ich jetzt hier irgendwas, was ich jetzt auf schnelle Welle hier machen kann? Was haben wir denn hier für Reifen? Warte mal, können wir mal eben nach Namen sortieren. Besser ist das. Ah, hier. Obwohl, nee. Ich gucke erstmal, was ich für Reifen habe. Danach suche ich mir die Felgen aus. Ich brauche jetzt nur mal was für die Größe, dass ich die da mal eben draufschmeißen kann. So, was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwas, was hier irgendwie passt? Hier, 15, 15, 15. So, dann nehmen wir doch die mal. Zack, zack, zack. So. Und dann suchen wir nochmal nach 15 Zoll. Zack. Oh Mann, warum geht denn das nicht? Ja, dann suche ich das. Moment, kann ich nur noch 15 suchen? Wow. Ernsthaft? Warum kann man hier nicht nach 15 Zoll Felgen suchen? Naja, egal. Dann müssen wir halt eben schnell so gucken. Dumm, die dumm, die dumm. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ah gut, was will ich mal? Oder habe ich jetzt wirklich nur keine 15 Zoll mehr? Doch, hier 1, 2, 3, 4. Nehmen wir die mal. So, die nehmen wir jetzt mal eben. Die schmeißen wir mal eben da drauf. Ja, ich weiß, hätte ich jetzt auch schon vorab vorbereiten können. Fällt mir jetzt gerade so, wo ich hier rumhantiere, auch ein. Oder auf.
Wobei die beiden Felgen, die ich jetzt hier probeweise drauf hatte, gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Ne? Sind jetzt auch nicht so schlecht. Aber irgendwie tendiere ich zu dieser einen gelben Felge. Ich weiß halt nur noch nicht, wie die Wagenfarbe wird. Beziehungsweise, was für Decals können wir da drauf packen. Das interessiert mich jetzt am meisten, bevor jetzt hier irgendwas anderes passiert. Und dafür müssen wir jetzt erstmal irgendwelche Pellen hier drauf schmeißen, die da jetzt erstmal ja, am Start sind. So, schmeiß mal drauf da. Zack. Ja, sieht mal mega beschissen aus, aber egal. Da geht es jetzt mal komplett überhaupt gar nicht um Schönheit, sondern einfach nur um Funktionalität. Was? Hallo? Ah, stimmt. Ich muss das Getriebe hier noch einbauen. Ja, moin. Haha. Da war ja noch was. Okay. Das sollten wir dann vielleicht noch eben machen. Zack, zack. Zack, dann kann der schon mal da rumhantieren. Dann bauen wir eben das Getriebe noch schnell ein. Habe ich eigentlich einen Anlasser jetzt hier am Start? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. So, Moment. Genau. Getriebe. Zack, einmal rein damit. Dann das. Antriebswelle. So, jetzt können wir hier einen Reifen rausschmeißen. Sehr schön. Pack mal drauf da. So, was haben wir jetzt hier eigentlich? Was fehlt uns hier noch? Flammrohr R4A Typ B. Gibt es das als Tuning? Ups. Da gucke ich jetzt nicht im Dingens. Flammrohr R4A. Nee, Quatsch, was? Doch, R4A Typ B. Ah, Mann. Nein. Das gibt's nicht als Tuning, wa? Ach komm, echt jetzt? Ja, dann halt nicht. Dann müssen wir hier nochmal eben schnell schauen. Flammrohr. R4A Typ B. Dankeschön. Einmal rein damit. Ist auch wieder so dumm, dass es das wieder nicht als Tuning-Teil gibt, ne? Bin ich ja jetzt mal gar nicht begeistert von. Achso, ein Anlasser wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Munkelt man zumindest. Was kommt da für einer rein? Ein Standard-Anlasser. Gibt's den? Gab's den als Tuning? Ne, halt. Anlasser, zack, dankeschön. Her damit und rein damit. Ach ne, den muss ich wieder von oben reinmachen, alles klar. Dann brauche ich erstmal die Pelle. Dankeschön. Na, komm, drauf da. Gott, sehen die Pellen scheiße aus, ne? Wobei die auch den Radkasten voll ausfüllen, ne? Also, muss man dazu sagen. Haben wir eigentlich hier schon Öl eingefüllt? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ich glaube nicht, ne? Das sollten wir vielleicht auch noch machen. Machen wir mal da ein bisschen Öl rein. Jo, sehr schön. Vielen Dank. So, damit dürfte der Wagen doch eigentlich jetzt vollständig sein, richtig? Ja gut, Sitze fehlen mir noch. Aber ist das egal? Kann ich ihn jetzt einfach, kann ich ihn jetzt erstmal lackieren? Jawohl, lackieren können wir auf jeden Fall schon mal, das ist sehr gut. Ah, schon wieder die Kiste hier. Achso, wenn ihr euch wundert, was ich hier für ein Auto stehen habe, den bastel ich hier so im Privatdingens so ein bisschen zusammen gerade. Um Geld zu machen. So, dann schauen wir mal.
Was haben wir denn hier? So, jetzt erstmal interessiert mich das. Oha. Oha, ja, Moment. Ja, das gefällt auf jeden Fall schon mal so richtig gut. Das gefällt mir komplett gar nicht. Oh, ernsthaft? Es gibt nur das? Ja, dann schlecht. Das finde ich jetzt nicht ganz so nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, gut, aber dann müssen wir jetzt mal gucken. Was machen wir denn für einen Farbton? So was Grünes. Aber dann würden die Felgen, die gelben Felgen wieder nicht passen, ne? So in Extrem. Was mir irgendwie gefallen würde, wäre so ein krasses Blau jetzt mit den Felgen, ne? Das könnte gut aussehen. Jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir hier einen Blauton? Moment. Blau, ja, und Helligkeit runter. Dann wären wir wieder bei Schwarz. Sättigung. Nee. Eher nicht. Boah, da wird's schwer, ne? Da wird's richtig schwer. Da wird's aber dieses komplett andere schwer. Farbton lässt sich so nicht ändern, ne? Scheiße, ey, da wird's dann doch ein bisschen schwieriger. Ups. Obwohl, warte mal, was können wir hier noch? Pearl-Effekt, Flip-Flop. Dann mit einer anderen Sättigung. Chrom. Ja, passt aber nicht, ne? Nee, Chrom gefällt mir nicht. Flip-Flop könnten wir mal probieren. Boah, was nehmen wir denn da für eine Farbe, Leute? Ernsthaft? Also da muss ich sagen, puh, wird's echt mies. Naja, das passt aber dann wieder mit dem Rot nicht irgendwie. Ja, die Sättigung würde ich schon gerne mal drin lassen. Boah, also ich werde mich jetzt irgendwie für eine Farbe entscheiden. Dann muss ich aber felgentechnisch dann doch nochmal gucken, was wir da machen. Wenn ihr sagt, so von wegen, nee, nehmen wir eine andere Farbe, haut's gerne mal in die Kommentare. Das sieht ganz nice aus, gefällt mir. Ich hätte mir erhofft, dass der Wagen böse aussieht, sage ich ganz ehrlich. Ich nehme das jetzt einfach mal. Wenn ihr da sagt, so von wegen, nee, da geht eine andere Farbe, auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Also mit dem Flipflop so, das gefällt mir schon ganz gut. Aber wenn ihr da noch eine andere Idee habt irgendwie, lasst es mich wissen. So, jetzt wird das aber mit den gelben Felgen definitiv nichts, ne? Naja, gut, schauen wir mal. So, jetzt würde ich mich aber dann trotzdem erstmal um hier Sitze, Rückbank und Lenkrad kümmern wollen. Was nehmen wir denn da? Schauen wir mal, Moment. Innenausstattung, Lenkrad. Was würde denn da hinpassen? Was hat der für eins? Concerto hat der drin. Ja, gut, das wird's wohl eher nicht. Wo ist das überhaupt? Da, das ist so. Nee, das gefällt mir nicht. Was können wir denn da nehmen? Ich
glaube, da nehme ich das Formula. Das Formula oder das Formula Sport? Ne, nehmen wir Sport. Einmal. So, dann Sitz, ne, Rücksitz. Moment, ja, Rücksitz nehmen wir auf jeden Fall Katsumoto, weil das ist die passende Rücksitzbank. Definitiv. Da führt kein Weg dran vorbei, würde ich sagen. Was nehmen wir da? Leder schwarz. Was hat er jetzt drin? Stoff grau. Ne, Leder schwarz, definitiv. Und dann ein paar nice Sitze dazu. Die Ambiente würde ich, glaube ich, bevor. Obwohl, warte mal. Avalanche. Leder schwarz. Die sehen schon recht sportlich aus, ne? Würde ich behaupten. Ja, den, ich glaube, die nehmen wir, oder? Die Avalanche oder die Ambiente? Ich nehme die. Nehmen wir die mal. So, packen wir das ganze Zeug mal da rein. Schauen wir mal, wie das Ganze dann wirkt und aussieht. So, einmal. Zweimal. Dreimal und viermal. Dankeschön. Das Leder sieht halt immer noch beschissen aus irgendwie, ne? Kann ich mich da reinsetzen? Ja, natürlich nicht, wird er das kommen sehen. Tja, und dann Felge. Ich bin noch nicht so hundertprozentig glücklich mit der Farbe, glaube ich. Wie gesagt, haut es mir mal in die Kommentare, wenn ihr da irgendwie eine Idee habt. Was nehmen wir denn hier für ein Kennzeichen dann? Was würde denn dazu passen? Was würde dazu passen? New Mexico. Wo geht denn da so tuningmäßig was ab? Man weiß es nicht, ne? Nee, ich glaube, da entscheide ich mich für Tennessee. Wir nehmen mal Tennessee. Mal gucken, wie das aussieht. Passt schon irgendwie. Nee, halt. Der Osterieteile, genau. Zack. Ja, das könnte gehen. Zack. Ja, das könnte gehen. Das würde gehen. Definitiv. Ja, wie gesagt, Farbe. Ja, haut's nochmal in die Kommentare. Haut's auf jeden Fall in die Kommentare. Was meint ihr? Da geht, glaube ich, noch ein bisschen was anderes. Das Ding ist jetzt erstmal. Ja, Felge jetzt, ne? Da würde ich schon gerne eine Tuning-Felge nehmen. Irgendwie war ich scharf auf die. Ich weiß es nicht. Wobei, die sieht auch nice aus, ne? Die könnte auch gehen. Oder die hier auch. Auch gut aussehen. Schwere Entscheidung wieder, ne? Ich hasse solche Entscheidungen. Was mit der hier? Oder die hier? Was mir gefällt, ist was mit dem Schwarz. Ich glaube, ich nehme die. So, dann machen wir mal hier mal 20 Zöller. Einpresstiefe. Ja, lasse ich mal bei 0. Mit der Einpresstiefe tue ich mich immer ein bisschen schwer. Können wir zur Not auch noch ändern. So, und dann brauchen wir aber jetzt hier. Was haben wir denn? Racing Premium dann, ne? Ja.
Ich will diesen weißen Schriftzug da nicht haben. Dann nehme ich den Racing Weiß. Base. So, ah ne, halt, warte mal. Zweimal hinten. Nehmen wir mal 235, 30. Für hinten. Und vorne 2,5. Oh, ich Idiot. Ah, scheiße, da habe ich die verkauft. Okay, die muss ich gleich nochmal weghauen. 2,25. 35. Vorne. So. So, Moment, jetzt muss ich die anderen beiden nochmal verkaufen. Ah, ne, halt. Doch, war richtig. So, welche waren das jetzt hier? Ja, genau. Den wieder verkaufen und den auch wieder verkaufen. Probieren wir einfach mal die Felgen aus. Mal schauen. Also ich kann es halt immer wieder nur betonen, ne? Wenn ihr da noch Ideen habt, haut sie gerne mal in die Kommentare rein. Wenn ihr der Meinung seid, nee, nehmt mal die oder die Felge oder versucht mal die und die Farbe, die ist noch nicht so. Bei der Farbe bin ich mir noch unschlüssig. Sag ich, wie es ist. Also halt, ich Idiot. Bei der Farbe bin ich echt noch unschlüssig. Irgendwie. Nein. Ich weiß es nicht. Jein. Wir machen Jein draus. Einerseits ja, geht das klar. Andererseits aber auch irgendwie. Ah, nee, irgendwie auch nicht. Mal schauen, mal schauen. So, dann können wir den Wagen auf jeden Fall schon mal hier hoch machen. Die Felge sieht schon irgendwie geil aus, finde ich. Aber auch da, gerne mal in die Kommentare, was ihr da für eine Meinung habt. So, was kann man denn jetzt da drauf schmeißen? Was haben wir hier? Die 235, 30 für hinten. Ah, doch, das sieht schon ganz nice aus wiederum, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Schauen wir mal. Nee, nicht bewegen. Quatsch. So. So, was haben wir jetzt hier? Die 225-35 vorne. Also von der Felge her, doch, das würde gehen, ne? Das würde auf jeden Fall gehen. So, was haben wir jetzt hier? Oh, Moment, ich habe eine vergessen zu wuchten anscheinend. Oh ja, eine haben wir vergessen. Ich Idiot. Na komm, mach ab. So im Fast and the Furious Style, ne? So ein bisschen. Ich meine, da würde dann die Farbe auch wieder passen irgendwo, ne? Die hatten ja alle so abgedrehte Farben irgendwie teilweise. So, jetzt den Wagen bewegen und jetzt bewegt den mal auf den ersten Stellplatz, bitte. Ja, doch irgendwie schon, ne? Was dem jetzt so richtig fehlt, wäre jetzt noch irgendwie dieseltechnisch irgendwas hier auf der Motorhaube und ein dicker, so eine dicke Frittentheke hinten drauf. Dann käme der schon nice irgendwie, ich weiß auch nicht. Oder? Was meint ihr? Also irgendwie, ja doch, käme der, also dann käme der irgendwie nicer, würde ich sagen. Ich weiß es nicht.
fast so aus, als würde er ein bisschen schleifen. Hier auch, okay, das sieht aber nice aus. Boah, versinkt direkt richtig nice im Radkasten. Das sieht cool aus. Das sieht richtig nice aus, wie ich finde. Das geht auf jeden Fall klar. Ja, doch, das geht klar. Kann man so machen, würde ich sagen. Kann man so machen. Auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen, gucken wir mal, was das Ding an Leistung hat erstmal, ne? Weil das reizt mich oder interessiert mich jetzt auch übelst. Ich bin mal gespannt. Und dann müssen wir das Ding mal fahren. Also bin ich mal gespannt, ob das Ding überhaupt fahrbar ist. Apropos, Moment. Da muss ich ja eh dann wieder, ne? Getriebetuning. Fünfgang. 275. Komm, ich gebe dem nochmal einen Gang. Auf 3,45 so, ja, machen wir mal. Sechsganggetriebe passt schon. Ja, wie gesagt, Farbe weiß ich noch nicht. So, was haben wir? 293 PS Serie bei 397 Newtonmetern. Schauen wir mal, was wir rausgezaubert haben. Fronttriebe. Da geht die Nadel nach oben. Ich habe mit ein bisschen mehr gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aber 481 PS auf 620 Newtonmeter. Ja, doch. Kann man mit leben, ne? Kann man mit leben. Geht klar. Geht auf jeden Fall klar. Ja, dann, ne? Auf geht's. Gehen wir mal auf die Teststrecke. Schauen wir mal, was das Ding jetzt rockt. Wobei mit diesem Flip. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. So. Also gut, anhören tut er sich auf jeden Fall schon mal. Also so gefällt mir die Felge eigentlich ganz gut, ne? Was so ein bisschen hier gerade verloren geht, sind diese schwarzen Akzente da. So minimal, wie ich finde. Geht ein bisschen verloren. Naja, schauen wir mal, was das Ding auf Kette kriegt. Lässt sich ganz gut lenken. Oh, ich glaube, ich habe das Getriebe auch recht gut eingestellt. Gefällt. Oh. Auch nicht wieder abheben. Was war jetzt Spitzen-kmh? Ich habe es gar nicht gesehen. 310 km/h V-Max. Ja, doch. Für Katsumoto, ne? 4 Sekunden von 0 auf 100. Ja, kann man machen, oder? Also leistungstechnisch gesehen würde ich sagen, kann man damit leben. So ein bisschen die schwarzen Akzente gehen leicht verloren, leider. Von der Felge. Farbe. Wie gesagt, da müsst ihr mir auf jeden Fall nochmal was in die Kommentare zu schreiben, was ihr davon haltet. Aber ansonsten doch irgendwie, also, ich weiß es nicht so. Eigentlich finde ich den ganz nice mittlerweile, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, farblich könnte da noch ein bisschen was kommen, aber. Ja, doch. Doch, doch, doch. Also wie gesagt, 310 V-Max, damit bin ich zufrieden. Getriebe ist auch eigentlich ganz gut eingestellt. Da war ich jetzt. Das war echt mein Glücksding. Ach so, ich wollte mich hier mal reingesetzt. Halt. Reingesetzt haben.
Ja, das ist schade, ne? Das kriegt das Spiel leider nicht auf Kette, ne? Ganz ehrlich. Also Innenraum müsste man echt noch was verändern können und ja, die Sitze, das sieht halt eher aus wie Plastik, nicht wie Leder, ne? Leider. Aber egal, was soll's. Alter, noch weiter hättest du die Sitze auch nicht nach hinten schieben können, ne? So. Wie groß ist der Typ, der da drin sitzt? 3 Meter? Weil der sitzt ja quasi auf der Rückbank. Aber ich glaube, so kann man lassen. Oder? Wie gesagt, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal ein Folgenende wieder hier. Wir haben ja hier noch ein paar Autos am Start. Ich wollte auch nochmal dann in der nächsten Folge nochmal ins Auktionshaus und mal gucken, ob wir uns hier so die Autos, die wir wirklich nur in der Auktion bekommen, irgendwie vielleicht das ein oder andere noch sneaken können. 1,6 Millionen habe ich am Start. Wie gesagt, den hier mache ich hier auch noch gerade fertig. Ich weiß gar nicht, was kriegen wir dafür aktuell? 30.000, ja gut, okay, ist jetzt mal eben auf schnelle Welle gemacht. Und ja, schauen wir mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer, gerne kommentieren. Däumchen nach oben da lassen. Gerne auch ein kostenloses Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.